Nicht nur die Fans freuen sich. Dieter Bohlen, 68, war 16 Jahre lang Jurymitglied von Deutschland sucht den Superstar. 2021 verabschiedete sich der Musikproduzent plötzlich von der beliebten Castingshow. Umso überraschender war die Nachricht, dass der 68-Jährige für die allerletzte Staffel wieder an dem heiß begehrten Posten Platz nehmen wird. Anlässlich der Rückkehr des Pop-Titans ist sein einstiger DSDS-Kollege Pietro Lombardi, 30, total aus dem Häuschen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Dieter nochmal die Ehre hat und in der Jury sitzt. Das freut mich für ihn, beteuerte der 30-Jährige gegenüber RTL. Der Popsänger und der 68-Jährige kennen sich schon seit einigen Jahren. Pietro nahm 2011 an der Show teil und ging als Sieger der 8. Staffel hervor. Seitdem verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Ob für Pietro, der bereits zweimal Jurymitglied war, auch eine Rückkehr in Frage kommen würde? Denkbar ist alles, entgegnete der Sänger. Fest steht, dass der 30-Jährige die Show vermissen wird. Ich bin ja ein altes DSDS-Kind und bin schon traurig, dass es zu Ende geht.